Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und oh Mann, es ist ewig her, dass wir das letzte Mal ein Video aufgenommen oder veröffentlicht haben. Oh je. Aber ich verspüre gerade einen ziemlichen Motivationsschub und ich hoffe, dass es jetzt mal halbwegs regelmäßig weitergeht. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem Videovorschlag einer Zuschauerin. Und zwar, was wäre, wenn Chiara und Kovu Geschwister wären? Nein, Spaß beiseite. Aber der Videovorschlag ist etwas kompliziert. Wenn ihr mir allgemein solche Vorschläge gebt, dann müsst ihr mir bitte auch genauere Informationen zu diesem Szenario geben. Denn ich habe keine Ahnung, ob jetzt Chiara die Erstgeborene ist oder ob in dem Fall Kovu der Erstgeborene wäre. Oder existiert Kion in dieser Version? Und wer hat dann bitte das Gebrüll? Fragen über Fragen, aber egal, wir beginnen einfach irgendwie mit dieser Theorie. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. By the way, damit ihr euch die Frage in den Kommentaren sparen könnt, ich habe noch keinen Plan, wann die 5. Folge von My Pride kommen wird. Mir fehlt nach wie vor die Audio von einer Person und ohne die kann ich das Ganze nicht veröffentlichen. Also, es tut mir wirklich leid, aber es wird sich noch etwas hinausziehen. Ich kann euch nicht sagen, wie lange. Also starten wir los mit dem heutigen Thema. Grundsätzlich müssen wir mal die Frage klären, wie wir Kovu da jetzt überhaupt einbauen. Ich persönlich würde dabei bleiben, dass Chiara die Erstgeborene ist. Danach würde Kovu kommen und danach Kion. Außerdem bleiben wir auch dabei, dass Kion das Gebrüll behält. Aber was würde das jetzt genau für die Story bedeuten? Naja, grundsätzlich würde sich am Anfang nicht wirklich viel ändern. Statt auf Kovu würde Chiara möglicherweise auf Itani treffen. Wie auch im Film würden sich die beiden hier etwas unterhalten und würden dann von Simba und Sira unterbrochen werden. Simba würde Chiara wieder zurück zum Königsfelsen bringen und Sira Vitani wieder zurück ins Schattenland. Wir könnten theoretisch auch hier davon ausgehen, dass Vitani hier die Auserwählte ist. Ich meine, immerhin ist Nuka auch in dieser Version der Jar Jar Binks des König der Löwen-Universums. Also, während Vitani im Schattenland darauf vorbereitet wird, Simba zu töten, stellt Kion im geweihten Land seine Garde der Löwen zusammen. Und hier wäre es eigentlich gut möglich, dass Kovu einen Platz in dieser Garde erhält. Denn wenn wir ehrlich sind, hat er hier nicht wirklich eine Funktion. Er ist halt einfach zusätzlich da. Aber machen wir einen kleinen Zeitsprung zu dem Moment, wo Kion sich auf dem Weg zum Baum des Lebens macht. Denn während er, Banga, Fole, Beshti, Ono, Anga und in dem Fall auch Kovu zum Baum des Lebens gehen, würde Sira versuchen, Vitani irgendwie ins Rudel von Simba zu bringen. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze weitergehen könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass Vitani und Chiara sich ineinander verlieben und die dann zusammenkommen. Das wäre meiner Meinung nach mega cute. Und an sich würde die Story dann komplett gleich weiterlaufen, wie wir sie kennen. Nur statt Kovu mit Vitani. Sprich, sie würde Simba nicht mehr töten wollen, weil sie sich eben in Chiara verliebt hat. Sie würde mit Simba dann auf einen Spaziergang gehen, wo Sira dann schon lauern würde und die beiden angreifen würde. Letztendlich läuft es dann wirklich komplett gleich. Sie erhält die Narbe, Simba würde sie verbannen, Chiara würde sie suchen gehen, Liebe triumphiert, sie käme zurück, sie würden diesen Kampf eben verhindern und Happy End. Auch bei Kion und der Garde der Löwen würde es eigentlich ziemlich gleich laufen. Sie würden am Baum des Lebens ankommen, Kion würde sich in Rani verlieben, die würden zusammenkommen, Happy End. Und damit es dann im Endeffekt auch für Kovu ein Happy End gibt, könnte man ja davon ausgehen, dass sie sich möglicherweise in Balio verliebt. Fände ich doch auch mega cute. Oder Tifo und Suri, die beiden wären tatsächlich auch noch möglich. Da könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Mit wem würde Kovu zusammenkommen? Die zweite Möglichkeit könnte der einen oder anderen Person von euch ziemlich gut gefallen. Und zwar würde der gute alte Wadi Auge machen auf Chiara. Für die Leute von euch, die Wadi nicht kennen, Wadi ist der gleichnamige Charakter des Users Wadi auf Amino. Der schreibt nämlich eigene Fangeschichten zu König der Löwen. Und in diesen Geschichten ist er eben mit Chiara zusammen. Ihr könnt gerne mal in die Videobeschreibung gucken, dort habe ich euch seine Geschichten verlinkt. Außerdem hilft mir auch bei einem Projekt, das ihr in Zukunft eventuell irgendwann mal hier auf dem Kanal sehen könntet. Also bleibt gespannt. Also kommen wir wieder zurück zu unserer Theorie. Denn hier wäre es nämlich möglich, dass Chiara sich dann in Wadi verliebt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann es am Schluss zu einem Happy End kommen, wenn Vitani und Chiara nicht zusammenkommen? Und das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass Vitani und Chiara sich einfach gut anfreunden und Vitani deshalb Simba nicht mehr töten wollen würde. Wäre eine simple Möglichkeit, wobei dann diese Liebesstory zwischen dem ehemaligen Bösewicht und der Königstochter wegfallen würde. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch zu diesem Kampf kommen. Und möglicherweise würden sie den Kampf auch mit Wadis Hilfe gewinnen. Oder vielleicht würde es Kion noch rechtzeitig schaffen und beim Kampf eingreifen können. Und sie würden dadurch gewinnen. Theoretisch könnte das Ganze natürlich auch schlecht ausgehen und sie würden verlieren. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal gar nicht aus. Es wäre nämlich auch gut möglich, dass Kovu einfach kein Mitglied der Garde wird. Und während Kion auf dem Weg zum Baum des Lebens ist, könnte Kovu ja weiterhin am Königsfelsen bleiben. Und da Kovu und Vitani keine Geschwister hier sind, könnte es ja auch sein, dass sich die beiden verlieben.
denn auch das würde den Kampf verhindern bzw. einfach dafür sorgen, dass er gut ausgeht. Und somit hätten wir auch ein Happy End. Vardy wäre mit Kiara zusammen, Kovu mit Litani, da sie hier nicht verwandt sind, und Kion mit Rani. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Theorie euch besser gefallen hat. Und wenn ihr in Zukunft ähnliche Videovorschläge habt, schreibt mir bitte ein paar mehr Informationen dazu. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!